Machen wir das mal als Aufnahmetest. Ultimate 2D Racing, meine Damen und Herren. Wir haben hier eine DTM 2001 Meisterschaft. Die Rennen haben wir alle schon abgeschlossen. Schade, dass man nicht Ergebnisse sehen kann. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut. Wir haben hier die Meisterschaft. 7 von 10 Rennen sind wir schon gefahren. Und der Beißler, ich habe vorhin ja schon die erste Saison mal gemacht, offscreen, der Titelverteidiger, hat mit 151 die Punkte vor Valvorik mit 146 und Joker mit 142. Ja, ich mache so ein kleines Spiel. Ich tue immer mal wieder ein paar Fahrer pushen und dann wieder langsamer mache. Das gibt ein bisschen Spannung. Schweizer 99, Eberhofer, Kenny, Wellerberger und so weiter. Wir selecten das mal und das Opel-Holzer-Team führt vor dem HWH und dem Sportsline-Team. Mal weiter, Valencia, der Street Circuit. Es kommt bald der Regen und Stellanberger steht auf der Pole-Position. Qualifying zufällig. Und der Joker, den pushen wir mal ein bisschen nach vorne. Push Artnau. Ja, der Joker ist ja dran um die Meisterschaft. Aber auch der Matze Schweizer, der will ja auch nochmal ein Wörtle mitreden um die Meisterschaft. Den pushen wir hier. Den kann man hier so hoch pushen. Und dann fliegt er da dran. Da ging ein kleines Getümmel. Ja, der Matze Schweizer. Der Kenny hat das letzte Rennen gewonnen hier in Portugal. Den könnte man ja auch ein bisschen wieder nach vorne pushen. Und der Jake auch. Dass die sich ein bisschen absetzen. Ja, aber der Matze wieder ein bisschen runterfahren. Ja, hier wird es spannend. Ja, ist der Joker bereits schon da? Der Joker pusht sich an denen vorbei. Will natürlich das Rennen gewinnen. Und die Meisterschaft, aber auch eher ein Vierkampf. Jetzt ist der Jake vorne. Wo ist der Michael Beißler? Den pushen wir auch mal ein bisschen heran. An dem Ganzen. Und wo ist der Valvorik? Der Valvo müssen wir auch noch ein bisschen nach vorne pushen. Das ist ja der Führende der Meisterschaft. Der muss noch ein paar Meter nach vorne. Auch wieder auf den Nasserbahn auf dem Valencia Street Circuit wird er vom Ricardo aufgehalten, vom Marke-Kollege. Gucken wir mal, wie weit der Valvo noch nach vorne kommt. Bergmann, das schwirrt ja ganz ab. Jake Eberhofer. Aber auch den slowen wir mal wieder ein bisschen down. Aber da kommt auch schon der Beißler angeflogen. Aber auch den slowen wir down, dass wir die alle auf eine Ebene kriegen. Wo ist der Valvo? Der muss noch ein bisschen, der geht noch ein bisschen hart zu Werke. Valvo pusht hart now. Denn er ist auch ein Meisterschaftscontender. Kann er sich in der letzten Runde noch ranarbeiten? Die anderen sind Joker bei, aber der Matze Schweizer hat sich schon abgesetzt. Aber Jake Eberhofer könnte der zweite Sieg nach Le Castellet werden. Damit kommt er auch nochmal ran. Letzte Runde für Jake Eberhofer. Valencia Street Circuit. Kommen wir schon in die letzte Ecke und das gibt der zweite Sieg. Vom Jake Eberhofer. Valvo dran noch am Kenny. Jake gewinnt das Rennen in Valencia. Schweizer wird Zweiter. Joker 3, Beißler 4. Und Valvo holt Kenny noch den 5. Platz weg. Der Eichert, der pusht noch einmal. Aber zu spät. Es wird nur der 10. Platz.
Und das ist unser Sieger, Jake Eberhofer. Zweiter Saisonsieg. Und zweiter DTM-Sieg für ihn. Und damit gucken wir uns mal Tabelle an. Beißler 171, Joker 164. Hat aber auch Podestplatz mehr wie der Wahl. Wobei denn es aber schon eine Renne gewonnen. Schweizer mit 124, Jake mit 122 und Kenny mit 105. Das sind die Top 6. Das Opel-Holzer-Team mit deutlich in der Teamwert. Auch da die aktuelle Titelverteidiger weiter vorne dabei. HWH und Abt Sportsline. Aber Phoenix ist auch schon dran. Und wir kommen zur Runde 9 der Singapore Street Circuit. Und da ist der Jake dran. Singapurs einzigste Überseerenne in der DTM. Und der Joker, der pusht jetzt Adnau. Er will das Rennen gewinnen. Er will der Beißler noch vom Thron verdrängen. Der Valvo, der will natürlich auch noch. Mirko van Werle hat auch schon mal Rennen angeführt. Valvo will natürlich hier in Singapur alles geben. Er muss noch einmal alles geben. Valvo weiß, es geht um die Meisterschaft. Weil der Joker kommt von hinten angerast. Der ist schon dran, der Joker. Valvo und Joker haben sich abgesetzt. Der Beißler stagniert und Valvo und Joker kommt immer näher dran. Hat in Spa-Francorchamps das Rennen gewonnen. Wird jetzt auf eine Stufe geslowt. In Valvo. Jake auf der 3, Stellan Berger. Und der Beißler, der will natürlich auch nochmal vorne dran. Oh, wo ist der Matze Schweizer? Der will ja auch noch ein bisschen rankämpfen. Der will sich auch noch mal ranarbeiten, der Matze Schweizer. Und Joker hat die Führung übernommen. Aber Valvo pusht Adnau. 5-Runde-Rennen geht sehr schnell. Und der Kenny, der gibt jetzt in der vorletzten Runde nochmal alles. Der will auch nochmal nach vorne slowen. Eberhofer auf der 4. Kann auch nochmal ein bisschen, aber wird vom Schweizer überholt. Den wir jetzt ein bisschen runter slowen müssen, der Schweizer. Beißler auf der 3. Eberhofer, was macht der Kenny? Wie weit kommt der Kenny noch nach vorne? Er ist schon auf dem Weg in die Top 10. Letzte Runde. Valvo gegen Joker. Und Valvo gewinnt in Singapur vor Joker. Und der Michael Beißler wird Dritter. Gleich. Aber da hängt ihm der Schweizer im Nacken. Jetzt noch die alte Variante. Ist die neue. Beißler wird Dritter, Schweizer 4, Eberhofer 5, Kenny auf der 6. Berger, Erle. Das sind die weiteren Plätze. Und das ist unser Sieger, der Valvorik. Aber für ihn schon der dritte DTM-Erfolg. Und damit haben wir vom finale Rennen, vom letzten Rennen haben wir diese Konstellation. Valvo mit 194, Beißler 193, dann haben wir Joker 189, Matze Schweizer und Jake Eberhofer. Die haben keine Chance mehr, die DTM-Meisterschaft zu gewinnen. Die kämpfen um den vierten Platz. Die ersten drei stehen fest. 30 Punkte gibt es hier für den Sieg und der Matze Schweizer hat nicht mehr die Chance, auch den Joker abzufangen. Also die Meisterschaft wird zwischen Valvorik, Beißler und Joker entschieden. Wird der Titelverteidiger zum zweiten Mal in Folge der DTM-Meister.
Das ist die große Frage, meine lieben Damen und Herren. Das Opel-Holzer-Team hat die Teammeisterschaft verteidigt. Gewinnt sie. HWH ist erfolgreich Zweiter. Und Abt Sportsline muss noch gegen OPC Phoenix um den dritten Platz bangen. Und das Finalrennen, wie es sich für DTM gehört, in der Vorsaison war es in Ricardo Tormo Valencia. Jetzt ist es back to Hockenheim. Wir gehen rein. The German Race in Hockenheim. Und Beißler ist wieder auf dem Weg nach vorne. De Coimbra, der Brasilianer, führt vor Eichert und Van Werle. Beißler. Und wir greifen diesmal im letzten Rennen nicht ein. Wir lassen es diesmal so laufen. Also ohne Eingriff. Beißler wieder auf Kurs zur Meisterschaft aktuell. Aber damit alle an die Box. Es droht Regen. Rege Aktivität in der Box. Der Brasilianer De Coimbra vorführt. Eichert Beißler auf der Acht. Eberhofer hat ja keine Chance mehr. Wäre aktuell der Beißler erneut der Champion. Frederico De Coimbra führt, wäre sein erster DTM-Erfolg im Finale in Hockenheim im Motodrom. Vor Oliver Herbstritz wäre außer erstes DTM-Podest. Hat der Brasilianer genug Vorsprung. Valvo auf der 20. Sieht nicht gut aus. Hat einen weiten Rückstand. Naja, da müssen wir tatsächlich, der Valvo müssen wir ein bisschen pushen. Er wollte zwar nicht eingreifen, aber der darf jetzt so weit hinten sein. Und Joker vor Beißler. Wird vielleicht der Joker noch Meister? Valvo müssen wir ein bisschen rankommen lassen. Der darf der Abstand nicht verlieren. Er ist der Führende. Er ist als Führender in das Rennen gegangen. Wir gucken Valvos Aufholjagd auf nasser Bahn an. Aktuell würde es für den Joker nicht reichen, um die Meisterschaft zu gewinnen. Die wäre beim Beißler aktuell. Die Frage ist, was macht der Valvorik? Eberhofer wird wohl dann vom Schweizer abschließen in der Tabelle. Wer war es in der Valvo mal voll pushe? Wo kommt der raus? Frederico De Coimbra, Van Werle. Ah, Joker, das reicht doch nicht. Aber es sieht nach dem ersten DTM-Erfolg für Frederico De Coimbra aus. Zweiter Van Werle, dritter Eichert, Herbstritt, Schwarzenbacher, Joker, Bergmann, aber der wird doch Beißler noch überholt. Und Valvo schafft's noch auf die 13. Aber das dürfte nicht gereicht haben. Beißler müsste die Meisterschaft gewonnen haben. Und am Ende hat der Beißler seinen Titel verteidigt. 204, 203 und 201. Der Valvos Aufholjagd kam zu spät. Als Führender ins letzte Rennen gegangen. Dritter in der Meisterschaft. Jake einen Punkt vom Schweizer. Kenny ein starker Sechster in seiner Debütsaison. Aber ein Screenshot. 407 OPC Holzer Team. HWH und Abt Sportsline. Phoenix Team auf der 4. Ja, das ist es, meine Damen und Herren, mit dem ersten Rennen. Der Rest der Saison 2. Am Ende war es ein knapper Dreikampf. Was wird Saison 3 bringen? Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Keep Racing und auf Wiederluege.